So, jetzt sind wir am Stand von Adam Audio. Neben mir steht der Mr. Adam, so kann man das sagen, der Klaus Heinz. Er ist Begründer und Inhaber und Geschäftsführer, alles in Personalunion von Adam Audio. Und ich freue mich, hier zu sein. Und wir reden mal ein bisschen über, glaube ich, das neueste Modell aus dem Hause Adam. Das ist die S3X. Was können wir denn zu der sagen? Was ist an der so spannend und so neu? Das ist ein neues Modell, aber nicht mehr das neueste. Da kommen wir vielleicht gleich noch darauf zu sprechen. Wir haben, nachdem wir vor gut zehn Jahren angefangen haben, 10 Jahre lang die S3A gebaut. Das ist unser bekanntester Lautsprecher im Tonstudio-Bereich geworden. Und der hat Adam auch, kann man sagen, groß und relativ bekannt gemacht. Nach 10 Jahren war es aber Zeit, mal was Neues zu tun. Und wir haben gegenüber der S3A, ich hoffe jetzt mal, dass die meisten der Zuhörer den Lautsprecher auch kennen, doch alles verändert. Was man verändern kann, außer der S und der 3, ist eigentlich nicht viel geblieben. Das Wichtigste vielleicht ist, dass der Hochtöner für den Adam eigentlich bekannt ist und der auf dem Air Motion Transformer Prinzip beruht, Accelerating Ribbon Technology, dass dieser Hochtöner nach 10 Jahren völlig rekonstruiert wurde und durch größere Magneten, die man heute kaufen kann, eine viel bessere Effizienz noch einmal bekommen hat, dass er bis 50 kHz reicht und wir glauben auch klanglich einen Fortschritt ermöglicht bei den Lautsprechern. Dann gibt es neue Tieftöner, die mit jetzt auf diesen Lautsprecher hin entwickelt werden können. Ich kann offenerweise sagen, dass vor 10 Jahren musste ich ja gucken, was in den, bei den Herstellern vorrätig war. Ich konnte nicht sagen, mach mir das oder jenes. Und das konnten wir hier diesmal von vornherein designen für das Gehäuse, für das Volumen, für die Equalisation, die später da war, mit den Magneten und Schwingspulen, so wie wir sie für ideal halten. Und deswegen sind diese Lautsprecher auch zu sehr viel mehr Tiefpass in der Lage als die S3A. Dazu trägt auch bei, dass die Verstärkerleistung, die dahinter ist, verdoppelt wurde und dass auch ein Mitteltöner noch dazugekommen ist. Insofern darf ich zusammenfassend sagen, das ist von der S3A außer diesen beiden Buchstaben und der Zahl nicht so viel übrig geblieben. Es war für uns wirklich eine bange Frage und wir hatten viele Diskussionen, ob es ratsam sei, die S3A wegen ihres großen Bekanntheitsgrades zu ändern. Gerade in Amerika hat sie einen tollen Ruf. Und ich hatte da komisch heftige Diskussionen zu bestehen, aber ich war doch der Meinung, nach 10 Jahren kann man es wirklich besser tun. Und nach dem knappen Jahr, wo der Lautsprecher jetzt auf dem Jahr ist, kann man auch eine klare Antwort geben. Ja, es ist gelungen. Es gibt entsprechende Testreports, die gesagt haben, erstaunlich, dass nach einer S3 noch so viel mehr möglich ist. Und da haben wir eine sehr zufriedenstellende Situation jetzt dadurch erreicht. Dieselbe Technik, die ich hier zusammengefasst gerade vorgestellt habe, ist auch in den kleineren Modellen in der einen oder anderen Weise enthalten. Wir hatten von Anfang an vorgesehen, auf der Rückseite der Lautsprecher einen Einschub für einen DA-Wandler. Der hat etwas länger gedauert, der ist jetzt aber da. Das ist ein DA-Wandler, der sich in den technischen Daten mit den besten Wandlern, die man separat kaufen kann, auch misst. Jemand, der einen so guten, teuren Lautsprecher kauft, muss extrem gut bedient werden, wenn er nicht seinen speziellen Studio-DA-Wandler benutzt, sondern auf diesen hier vertraut. Aus den technischen Daten im Prospekt können Sie entnehmen, dass das Leading Edge oder dass es das ist, was heute so gerade so noch geht. Und der hat auch einen analogen Anschwächer, um sich rauschmäßig ideal an die bestehenden Anlagen anzupassen. Das gibt es sonst so nicht. Und wir hoffen, dass mit der Kombination das Profil von Adam doch weiter geschärft wird in der Zukunft. Dem kann ich nichts mehr hinzufügen, außer, dass man die Box mit Sicherheit in absehbarer Zeit, und man kann sie schon bei uns im Music Store anhören, antestbereit ist sie da und da kriegen sie auch auf der... Am Ende kann man sie auch kaufen bei uns, selbstverständlich. Unter www.musicstore.de kriegen Sie alle Informationen über Preise und Verfügbarkeiten. Danke sehr. Danke.